Der Kreistag Rhein-Hunsrück hat in seiner Sondersitzung am Montagabend eine Übernahme der vor dem ausstehenden Loreley-Kliniken abgelehnt. Nach Angaben der SPD-Fraktion fehlte für den Antrag die nötige Mehrheit. CDU, FDP, Freie Wähler, AfD und Linke stimmten demnach gegen eine Übernahme. CDU und FDP argumentierten, dass der Kreis weder das Geld noch die Fachkompetenz für einen solchen Schritt habe. Anfang April fiel die Entscheidung der Mehrheitsgesellschafter, dass man den Klinikbetrieb im September einstellen wird. Zur neuen Woche sind wieder einige Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Eine der wohl wichtigsten, Restaurants und Cafés, dürfen ab Mittwoch wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Das hat das Landeskabinett entschieden. Allerdings gelten strenge Regeln für den Restaurantbesuch. Am Eingang müssen sich alle Gäste die Hände desinfizieren. Außerdem ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Nur am Tisch dürfen die Gäste ihre Masken abnehmen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig weist die zuletzt aufgekommene Kritik des Pädagogenverbandes Bildung und Erziehung, VBE, entschieden zurück. Der FBE sagte zuletzt, dass die Umsetzung der Hygieneregeln auf die Schultern der Schulleiter und Kollegien gelegt wurde und die Gesundheit einiger weniger in Gefahr gebracht würde. Außerdem hätte die akute Vollbremsung des Schulbetriebes im März schonungslos die Defizite in Sachen Digitalisierung offengelegt, so Oliver Pick, der stellvertretende Landesvorsitzende des VBE in Rheinland-Pfalz. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.